Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grill, Feines Grillen Barbecue. Heute machen wir einen Kräuterspießbraten vom Gasgrill. Und wie man das macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Hauptsache ihr habt Spaß dabei. Das könnte sein, dass ich zwischendurch hier wegfliege, weil wir mächtig Sturm haben heute. Das darf einen aber nie im Leben vom Grillen abhalten. Also Grillen muss immer sein, gerade wenn man ein Dach über dem Kopf hat. Wenn du jetzt kein Dach über dem Kopf hast und es stürmt und es regnet, naja, dann bleibst du leider drin. Dann macht es keinen Sinn, den Harten zu spielen, außer man möchte das. So, Zutaten habe ich hier knappe 3 Kilo in einem wunderschönen Schweinenacken habe ich mir gekauft. Dann habe ich einen Schluck Wasser, ungefähr 150 Milliliter Pflanzenöl, eine Schüssel. Zum Würzen habe ich Oldschool Griller Kräuter. Ist eigentlich so was für klassische Nackensteaks. Sieht für so eine Nummer aber ganz hervorragend. Falls ihr nicht habt, könnt ihr euch den nachmischen, den findet ihr auf meiner Website. Oder könnt ihr euch den hier unten Link für euch. Könnt ihr euch auch das bestellen, Support ist kein Mord. Oder ihr schaut bei eurem Grillhändler vorbei. Die meisten Grillhändler haben das unterdessen da, weil die nämlich Ahnung haben und wissen, was sie ihren Kunden Gute tun. Deshalb steht das da im Regal. Dann habe ich hier so einen Schneebesen noch. Einen Drehspieß, ganz wichtig. Für die Kerntemperaturkontrolle benutze ich heute mal wieder den Mieter. Den habe ich jetzt sehr selten im Einsatz. Am meisten mache ich das auf irgendwelche Geräten, die schon eingebaute Temperatursonden haben. Heute auf dem Gasgrill. Da ist keine Temperatursonne drin und da macht so ein Mieter total Sinn. Dann habe ich hier noch so einen Silikonpinsel, was zum Unterlegen. Und wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und ein Brett. Als allererstes machen wir ein bisschen von dem Gewürz, von dem Kräutergewürz, hier in so eine Schale rein und lösen das erstmal mit ein bisschen Wasser an. Dadurch geht das ein bisschen aus dem trockenen Zustand in so eine Paste über. Und ich finde, das kann sich am Fleisch nachher besser entfalten. Und da wir aber ein Kräuteröl machen wollen, kippen wir jetzt noch Öl dazu. Also jetzt gucken, dass praktisch die Kräuter und die Würze, dass die sich schön mit dem Wasser vollgesaugt haben, dass kein Wasser übrig ist, weil sonst hast du so eine Blasenpampe, sondern dass es ziemlich genau so hier aussieht. Und den Rest dann wirklich großzügig mit Öl auffüllen. Also 100, 150 Milliliter. Da haben wir eine schöne Dosis. Und dann vermischen wir das hier. Dann haben wir schon schön unsere Würzmarinade, mit der wir unser Braten die ganze Zeit bestreichen können. Geil. Dann kümmern wir uns um unseren Drehspieß. Da kommt als allererstes eine Kralle drauf. Also nicht erst ein Stück Fleisch drauf. Weil dann hast du nämlich immer Probleme, die Kralle drauf zu bekommen. Kommt die erste Kralle drauf. So ungefähr könnte passen. Notfalls vermitteln wir das nachher noch ein Stück, wenn wir auf dem Grill sind. Und dann mag ich jetzt ganz gerne so, dass ich nicht irgendwie anfange, hochkantet jetzt drauf zu spießen. Sondern bei so Sachen lege ich mir hier ein Stück Fleisch hin. Guck hier vorne, dass wir hier irgendwo im Profil die Mitte erwischen und peile schon mal hier längs immer rüber, dass wir hinten in der Mitte auch rauskommen. Und der Rest ist ein bisschen Feeling. So, und dann haben wir den drauf. Wir schieben den durch, hinten auf den Zinken einrasten. So. Von der anderen Seite kommt jetzt auch die anderen Zinken drauf. Dann drücken wir mal ein bisschen. Hier ist so ein altes hartes Stück Fett. Das braucht keiner. Das ist nämlich dieses Stück, was immer nicht weich wird. Das warum die Frauen immer den Schweinenacken zurückgehen lassen. Das muss eigentlich so ein altes hartes Stück drin. Das ist das hier. Und wenn du das großzügig entfernst, sind die Ladies meistens auch sehr zufrieden mit Schweinenacken. Das gucken wir mal hier. So ein Quatsch hier, der kann auch weg. So, dann bringen wir das ein bisschen in Form. Versenken hier noch unsere Mieternadel so ein bisschen so halb schräg drin. So. Ungefähr so. Ich denke, das sollte gut funktionieren. Und dann geht's ab auf den Grill. Auf den Grill schieben wir jetzt nochmal hier die Forken so, dass er ziemlich genau mittig über dem Heckbrenner ist. Ungefähr so. Dann starten wir den Drehspieß und stellen fest, der dreht sich gerade falsch rum. Weil der muss immer von der Flamme weg. Also immer aus und an und siehst du, läuft. Jetzt kann nämlich hinten im Fett anschmelzen, läuft hinten runter und macht irgendwie die Sache immer ein bisschen saftiger und immer ein bisschen knuspriger, wenn er so rumläuft. Wenn er jetzt anders rumläuft, so ein großer Beinbruch auch nicht. Aber wenn man schon sich beimacht findet, dann kann man es möglichst perfekt machen. Dann kommt hier so eine Tropfschale runter oder ein Alublech oder ein Edelstahlblech oder irgendwas, was dafür sorgt, dass das alles, was jetzt runtertropft, nicht den Grill vollsaut. Und dann starten wir den Heckbrenner. Hopp, da ist er. Rechts ein Brenner und links ein Brenner ganz klein an. Ich weiß, dass die Hersteller immer sagen, Heckbrenner und die Brenner drunter nicht gleichzeitig benutzen. Ja, das ist die Meinung der Hersteller. Respektiere ich an der Stelle. Ich mache nicht. Ich sage bloß, wie ich es mache. Und bei mir ist es so, wenn ich rechts einen Brenner und links einen Brenner clean anmache, dann sehe ich nicht irgendwie die Gefahr, dass die Welt im Chaos versinkt. Weil bis dato ist da noch nie was passiert. So, jetzt nehmen wir einfach schon mal ein bisschen von dem
von unserer Marinade und pinsel die schon mal schön hier drüber. So schön alles einpinseln. Und das ist jetzt eine Nummer, wo der tatsächlich ein bisschen, guck mal, sehr viel aufsammeln, was runter tropft. Eine Grillnummer, wo man immer ein paar Schritte mehr zu tun hat. Weil diesen Einpinseln machen wir jetzt nicht nur einmal, sondern das machen wir alle Viertelstunde. Und das über die nächsten, ich denke mal so zweieinhalb Stunden, die wir da brauchen werden, dass wir eine schöne Kräuter-Fett-Knusper-Kruste draußen hinbekommen. Ah, ich freue mich. Aber ich finde mal, so schlecht sieht es schon mal ja nicht aus, oder? So, und wichtig ist natürlich, Deckel schließen. Und jetzt mache ich bei so einer Sache ganz gern, auch wenn es jetzt nicht direkt zum Rezept gehört. Und zwar eine Handvoll Zwiebeln und Kartoffeln direkt unten drunter. Die kann man ja schön mit dazu snacken. Und das Schöne ist, wenn man jetzt immer, jedes Mal, wenn man einpinselt die ganze Sache, dann kommt von dieser Marinade, tropft immer ein bisschen was runter. Und was für Fleisch gut ist, kann ja für Kartoffeln und Zwiebeln nicht schlecht sein. So ist der Plan. Herrlich, ich liebe das. Was sollte, für eine Kerntemperatur haben? Gute Frage. Okay, so programmiert man das Ding, da steht schon mal die Temperatur, wie wir sie innen haben. Dann, wo sie hin soll und oben rechts Außentemperatur, das steigt jetzt natürlich, weil wir gerade einen Deckel zugemacht haben. Und wenn man lange noch wartet, steht noch die Garzeit da, die man brauchen wird. Aber tatsächlich werden so, dadurch jetzt verständlich auf und zu machen, so 2 bis 2,5 Stunden wird mit Sicherheit werden. 1,5 Stunden sind rum und kick mal, so sieht die Sache aus. Herrlich, oder? Außen pustet der Sturm wie ganz fürchterlich, aber der Grill hält und der Braten wird tatsächlich schön. Von daher pinsel ich jetzt noch mal ein und dann machen wir die letzte Stunde voll. Wir haben schon bei knapp 60 Grad. Also ich denke, wir werden da zeitlich wirklich sehr gut hinkommen. Ich freue mich. So, ihr hübschen Menschen, 2 Stunden hat es tatsächlich gedauert und so sieht unser Braten aus. Träumchen, oder? Braunes, glänzendes Essen. Genau das mögen Männer. Und ich liebe es auch. So, jetzt ziehen wir den Spieß aus dem Fleisch. Und hinter mir kann man jetzt sehen, hat tatsächlich, ist da hinten ein Baum umgekippt. Also so doll hat es hier gestürmt. Und wir haben es nicht von abhalten lassen, hier trotzdem lecker zu grillen. Spieß ist raus. Mita kann auch raus. Zack. Und dann bleibt uns nur noch eins. Wir machen mal einen ordentlichen Mittelschnitt und horchen gleich mal, ob es schmatzt. Er schmatzt. Und so sieht der Vogel von innen aus. Mega. Guck mal, er liegt in einem See voll Glück. Ich schneide mal hier runter. Hm. Oh, guck mal, wie saftig das ist. Ich nehme hier so eine schöne Tranche raus. Und ich sagen, oh, heiß. Auf euch, rillen die hohle Birne. Windig. Aber super. Na, saftig. Wenn ich drauf drücke, wird tropft wie ein Kieslaster. Siehst du das hier? Also schön ernstes Saft und Fleisch geblieben. Mega. Also. Gut, jetzt ist Sturm ein bisschen besser. Ich kann euch nur sagen, Daumen nach oben da lassen, wohlwollende Kommentare und mir die Daumen drücken, dass ich hier nie wegfliege. Und was auf jeden Fall machen solltet, ist ein Abo da lassen. Von daher bis zum nächsten Mal. Thomas Grill, feines Grill Barbecue. Macht's gut. Wind, Wurf, essen geil.